wenn es draußen auch hochsommerliche Temperaturen hat. Die schweren Kostüme bleiben ihnen nicht erspart. Für die Mitwirkenden des Rohrer Sommertheaters wird es gleich zum ersten Mal ernst. Nur wenige Handgriffe noch, dann ist alles bereit für die finale Probe. Unter der Regie von Dr. Axel Weiß wagt sich der kleine Ort in der Nähe von Meiningen erneut auf die große Bühne. Seine Premiere feierte das Laienensemble im Sommer 2015 mit einem Stück aus Anlass der 1200-jährigen Ortsgeschichte. Nun widmet man sich abermals einem zentralen Jubiläum. Fatale Lust heißt das Werk, das Regisseur Axel Weiß auf Grundlage des gleichnamigen wissenschaftlichen Buchs von Dr. Kai Lehmann entwickelt hat. Seine Handlung rankt sich zumindest hintergründig um die Reformation vor 500 Jahren. Ein Führer der Protestanten, Freund Luthers, ein Kriegsfürst, aber auch ein gläubiger Mensch, der Landgraf Philipp von Hessen, ist zweimal verheiratet, allerdings zur gleichen Zeit. Und er lebt also in Bigamie und auf Bigamie steht die Todesstrafe und Luther muss sich positionieren. Auf der einen Seite will Luther den Fürsten, der ein Heer hat und auf der Seite der Protestanten steht, nicht verlieren. Auf der anderen Seite kann er nicht zulassen, dass einer seiner Verbündeten in Bigamie lebt. Und da kommt er in eine Zwickmühle. Und eigentlich ist diese Bigamie tatsächlich das Stückchen, was den Luther und die ganze Reformation eigentlich fast zum Scheitern gebracht. Diesen historischen Stoff hat Autor Axel Weiß dramaturgisch aufbereitet und ihm zusätzliche Figuren verliehen. Martin Luther steht dabei ganz bewusst nicht im Mittelpunkt. Ich glaube, es luthert genug, will ich einfach mal sagen, um das so bösartig zu formulieren. Und es gibt so viele wissenschaftliche Meinungen über Luther, es gibt so viele literarische Werke über Luther. Das ist also das Feld recht gut beackert und ich habe meine eigene Meinung zu Luther, deswegen spiele ich ihn auch und deswegen habe ich auch im Stück kein einziges Luther-Zitat verwendet, sondern es sind meine eigenen Gedanken, die ich dem Luther so in den Mund lege. Wobei die Arbeit an seiner eigenen Rolle fast ein bisschen auf der Strecke bleibt. Denn bis zur heutigen Generalprobe ist der Luther-Darsteller in erster Linie als Regisseur gefordert. Über 200 Mitwirkende gilt es in dieser dritten Spielzeit zu koordinieren. Gestartet war das Rohrer Sommertheater mit rund 50 Personen, die auf oder hinter der Bühne aktiv wurden. Ich bin Wiederholungstäter, ich bin dieses Jahr das dritte Mal dabei und der Reiz ist der Spaß an der ganzen Sache. Ich bin das erste Mal dabei. Es macht sehr viel Spaß. Die Kollegen sind alle super. Es ist wie eine ganz, ganz große Familie. Es ist alles einfach schön. Das dritte Jahr bin ich dabei. Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht, dass ich mich jedes Mal wieder neu entschlossen habe, doch mitzumachen. Ich bin ja schon seit längerer Zeit dabei. Spiele auch in einem anderen Theaterverein mit. Und es macht mir halt richtig Spaß, da hier so rumzuhüpfen und neue Leute kennenzulernen und halt einfach zu schauspielern. Also ich bin jetzt schon seit 3 Jahren dabei. Also ich war schon ab dem ersten Stück mit dabei. Und ich finde es halt einfach schön, das ist eine ganz andere Welt, in die man eintaucht und ich bin sowieso so richtig Geschichtsfan. Ich bin selber am Theater, am Meininger Theater, Musiker und diesmal stehe ich halt auf der Bühne. Und ich finde es toll aus dem einfachen Grund, es ist ganz weit weg von der Realität. Man kommt in eine komplett andere Welt, man schlüpft in eine Rolle rein, wie man sieht, in eine männliche Rolle, ist nochmal eine Herausforderung extra und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ja, wenn dann die Aufführungen laufen, ist eben das Gröbste geschafft, dann kann man sich richtig dem Schauspiel hingeben und in meinem anderen Leben habe ich halt mit Schauspiel nichts zu tun und habe dieses Hobby für mich entdeckt. Alles in allem zeigt sich Regisseur Axel Weiß abschließend ganz glücklich mit seiner Truppe. Ja, es ist wirklich also sensationell. Ich kann nur sagen, noch einmal, alles freiwillig. Jeder hat eine andere Idee und sagt, also das könnte noch und das könnte ich noch und wir könnten uns auch beteiligen. Und da kann ich nur den Hut ziehen. Den Hut ziehen auch vor den Familienangehörigen.
Ja, es gibt viele Jugendliche, auch Kinder, die mitspielen, die müssen gefahren werden zu den Proben. Also ein Engagement, ob das nun am Stück liegt, ob das an unseren wirklich familiären Proben liegt. Wir haben also beispielsweise am letzten Wochenende hier ein Brunch gehabt für alle Schauspieler. Jeder hat was mitgebracht. Wir haben gemeinsam den Gottesdienst hier besucht. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist mir gelungen, ja, zu motivieren und alle auch bei der Stange zu halten. Und es kommt immer mehr und immer mehr. Und das ist gut so. Dann noch trefflich dabei. Ich werde diese Ketzer vernichten!